Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde VCBs Infinity Evolved. Mit dabei der Sora Timers. Was geht's? So, wir beide haben jetzt die Tier 3 Rocket schon. Bevor wir das jetzt aber machen, machen wir erstmal das Solar Panel fertig, weil das ist jetzt kurz vor der Vollendung. Hm? Oh, da war ja noch was. Ne, die sind schon unten, okay. Solar. Dann machen wir erstmal hier dieses Gefixe. Da brauchen wir wieder schönes Obby. Kennst du Obby? Oh, den kenn ich. Hm? Manche nennen das Obsidian. Ach so, Alla. Ich dachte, Obby fängt Kenobi. Okay. Ja. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Bei euch habe ich mich nicht. Ja. Einige Leute würden jetzt auch einfach bei Hobbys denken, ach so, das Möbelgeschäft, das Baugeschäft. Bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob es bei dir auch ist, das haben wir so einen großen Möbelladen namens Zoe. Den haben wir auch. Okay. War ich mir jetzt nicht sicher. Oh. Wusstest du eigentlich, dass es selbst in Spanien und auf Teneriffa Lidl gibt? Das ist mir neu. Ja, gibt es. Geniale war ja, ich war letztes Jahr noch auf Klassenfahrt in Barcelona und später noch auf Teneriffa. Und wir haben einfach alle dicke Augen gemacht, als wir da Lidl gesehen haben. Wir hatten gedacht, dass wir im Flieger falsch abgebogen wären. Oh, das. Schlecht. Komm schon. 1 und 0. So, na, das Deck dürfte reichen. Hoffe ich zumindest. Solar. Ja, dann machen wir gleich ein Deck. Noch ein wenig Obby-Idian. Ich will jetzt hoffen, dass das reicht. 5 haben wir. Wir können 1 machen. Ja, Happy Birthday. Ja, richtig Happy Birthday. Wir brauchen also nochmal 4. Also wir haben doch ein ganzes Deck gebraucht. Komm, scheiß mal hier drauf. Zack, 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 zack. Heiz die Scheiße durch. Oh, das kann man mal machen. So. Und damit sollte es jetzt eigentlich alles reichen. Solar? Ja, und? Was? Quantum Solar Panel. Best. So. Eingang. Jo. 8192 EU pro Tick. Oh, ja, kann man mal machen. Ja, sag du dich mal voll. Also wer dann später nochmal hier was machen möchte, ne? Gut. Wir gehen jetzt erstmal wieder zum Deppen vom... Ja, bitte? Ich bin zuerst ran. Okay. Yo, wie geil sieht die denn aus? Oh, sieht so fest los. So, dann reisen wir jetzt noch zu den Asteroiden. Und dann könnte die nächste Folge sogar schon die letzte sein. Oh. Na, wie sieht's aus? 44%. Ich wurde angerufen? Okay. Ja. Wenn das dann voll läuft, dann suche ich schon mal gerade im Internet hier nach dem Aufbau von dem letzten Projekt in dieser Staffel. Oh. Okay, es ist voll. Und dann auch so rein. Okay. Jo. Oh. Jo, das wackelt jetzt aber ordentlich. Ja, das ist auch relativ laut. Oh,
gucken erstmal. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell ich jetzt oben bin. Verdammt schnell sein. Geh ich auch mal von aus. Oh, das ist laut. Yo. Ich hab's auch gerade gemerkt. Wow, das geht ganz schön weit, das Sound. Ich hau ab. Aus der Reihe ist. Ja. Ups. Verdammt. War ich nicht aus der WP geportet. Jo, die ist schon ordentlich schnell. Oh ja, definitiv laut. Ups, ich war ja noch gefahren. Boah. Und ich was? Bin. Ah? Ah? Offiziell bin ich oben. Lol, meine Rakete fliegt, steht in der Luft. Ah, sehr schön. Asteroiden! Launch! Ah, jetzt bin ich drin. Was ist das für eine? Okay, bitte. Lol. Ah? Ja, das ist die ganze. Das ist der ganze Asteroid. Okay, ich wollte schon. Lol. Ist das ein Eis-Asteroid? Was? Dense Eis. Da standen wir. Boah, die Sicht von denen ist krass. Uiuiui. Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, so awesome ist das hier jetzt auch nicht. Zack, zack. Ja, ich weiß nicht, was man jetzt hier noch so großartig soll. Ich kann sagen, juhu, ich bin am Asteroid. Gib mir die Ärzte. Echt viel. Ah, jetzt sind wir da. Ilmenitohr. Bauen wir da mal ab. Ach so, da sind wir auch. Titanium. Okay. Ah. Was kannst du mit denen jetzt machen? Kommt fürs Titanium. Walkway. Ah, okay, für die Short Range Telepads, ja, die kennen wir ja schon, ja, Happy Birthday. Also jeder, der mal hier das Let's Play von Street und Trivolo gesehen hat, ja, ihr wisst schon Bescheid. Oh, und das. Ein Flammenmeteorit. Ja, das ist so ein Eismeteorit. Oh, und das sind, da ist auch das Lava sogar drin. Was? Echt? Ja. Und Kloster und Dirt. Dirt im Asteroid, okay. Ja. Interessant. Also ich hab grad irgendwie so. Ja, knapp fast zwei Stacks Titanium und. Die Iron Shards kannst du ja. Also ganz ehrlich, hier ist verdammt viel Titanium drin. Also. Ja gut, wollen wir damit zurück? Oder du kannst ja hier auch noch was suchen, wenn du willst.
Ich gehe schon mal zurück. Ja. Ich würde sagen, Galactic Craft, das, was wir machen wollten, abgeschlossen. Ja, ich denke auch. Gut. Dann fangen wir jetzt offiziell mit dem letzten Projekt in dieser Staffel an. Dun, dun, dun. Alter. Ja? Ich schaue sogar zum ganz aus Versehen auf meinem E. Okay. Also die Knochen wäre ich nie im Leben losgeworden. Ich schätze auch nicht. Was meinst du, wie viele sind das? Letztes Mal waren es 700.000. Und? Hm? Wie viel? 1 Million. 1.400.000. Heilige Scheiße. Wie wäre ich nicht losgeworden? Nein. Definitiv nicht. Okay. Ich gebe jetzt allen erstmal nur noch 5 Sekunden Zeit, um zu erraten, was es ist, was wir jetzt noch anfangen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wir fangen mit dem Draconic Evolution Reaktor an. Oh. So, Reaktor. Wir brauchen einen Draconic Reactor Core. Den haben wir. Ein Chaos Shard ist weg. Nur zur Info, wir waren nochmal beide zwei machen und haben jetzt mal hier 7 bzw. 8 Chaos Shards. Haben auch noch eine Drachenherzen jetzt, also wir haben noch Draconium auf Vorrat. Ja, das ist so. Recht interessant mit dem Drachen. Ja, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gemacht, ne? Jo. So, wir brauchen jetzt 4 von den Reactor Stabilizer Inner Rotor. Einen Reactor Energy Injector. Flux Gate. Ne, wir brauchen Reactor Stabilizer. Davon brauchen wir 4 Stück. Das heißt, wir. Okay. Wir brauchen 4 Chaotic Cores. Ach du heilige Scheiße. Okay. Machen wir erstmal mal so. 1, 2, 3, 4. So, 4 Stacks davon. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das auch nicht, das auch nicht. Dann brauchen wir Wyvern-Kurs. Ja, und noch einen 5. Draconico-Core gemacht. Machen wir einfach mal so 2. 1,5, 6. So, Awakened Core. 10 Stück. So, und jetzt brauchen wir ein Chaotic Core haben wir, okay. Dann nehmen wir mal hier die Draconium Blöcke. Da kommt Logis raus, muss nichts aufladen. Machen wir mal neue Draconic Cores. TNT. 1410 habe ich, Alter, finde. Okay. Warte. Meinen Ignite. Ach, der ist hier drin, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, Flux Igniter. Oh komm, die Dragon Hearts nehmen wir dann auch nochmal mit. Sehr schön. Eingang. Eins. Ups, der war falsch. Der war schon wieder falsch. Und der war auch schon wieder falsch, alter Fenne. Zack. Draufwerfen. Alles klar. Da hast du deine 16 Kurs. So, dann schauen wir schön aus auf die
Irgendwie. Was war das jetzt? Gute Frage. Habt ihr so wie. Habt ihr das falsch aufgebaut? Das war doch einmal, hier so um die, für die Dragon Hearts. War das doch einfach ein Block Abstand. Und dann wie so ein Stern aufbauen, ne? Also so ein Kreuz. Oh. Moment, das. Wo haben wir es? Info-Tablet. Das und das da rein. Wo haben wir es? Na. Dann eben über das Ritual. Na? Dragonheart? Okay. Ja, auch das ist. Ich glaube, ich habe den dann doch im. Hier gehen wir weg. Bin ich mal gespannt. Ich meine aber nicht, dass das so war. Also irgendwie stimmt hier was ganz und gar nicht. Mach aus. Na, jetzt geht da hin. Ich habe so eine Vermutung gerade. Wenn es jetzt das war, dann hasse ich Botania wie die Pest. Oh, tatsächlich das, Oh, komm, mach mal da, du Knirps. Irgendwann läuft hier gerade ganz gewaltig schief. Okay. Ich glaube, wir müssen die Folge mal schon beenden. Okay. Ja. Ich schaue mir nochmal genau ein Video an und mache nochmal genau so, wie es da drin steht. Und wenn es dann nicht klappt, dann cheate ich mir die Blöcke und dann werfe ich die Dragonhearts einfach dafür weg. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Danke und Wiedersehen.